Speed Connect Austria. Naja, also es ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass in der heutigen Zeit und auch in die Zukunft betrachtet keine Gemeinde, kein Haushalt mehr ohne entsprechende Internetverbindung auskommen wird. Und jeder schaut mehr oder weniger Fernseh bereits bei Internet, Telefonie. Viele arbeiten von zu Hause im Homeoffice, brauchen sehr große Download- und auch Upload-Funktionen und Mengen. Und das wird ohne Breitband, ohne Glasfaser nicht mehr gehen. Das ist allgemein bekannt und das wird auch von der Bevölkerung gefordert. Und daher war es für uns ganz klar, wir müssen natürlich unsere Gemeinde auch für die Zukunft fit machen und schauen, dass wir wirklich für jedes Haus, für jeden Bürger Glasfaser zur Verfügung stellen können. Naja, an und für sich wollen wir das schon länger. Wir haben auch schon Teilausbauten gemeinsam mit Partnern durchgeführt. Es war aber bis jetzt keiner der Betreiber eben bereit, wirklich von Haus zu Haus Internet zu verlegen und zwar so zu verlegen, dass es der Gemeinde auch finanziell also nichts kostet. Jetzt ist SpeedConnect an uns herangetreten und hat sich bereit erklärt, das relativ rasch in beiden Gemeinden durchzuführen, wirklich alles auf eigene Kosten durchzuführen, sodass der Gemeinde dadurch keine finanziellen Belastungen entstehen. Und das war für uns natürlich eine tolle Sache, die wir gerne angenommen haben. SpeedConnect, wie gesagt, hat von der ersten Sekunde an sehr, sehr, sehr offen mit uns gesprochen, hat klargestellt, dass sie natürlich das nur in Partnerschaft mit der Gemeinde machen wollen, dass wir alle Pläne, alle Bereiche, wann, wo, wie gearbeitet wird, gemeinsam abstimmen werden. Natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass es für die Gemeinde keine finanzielle Belastung darstellt. Und dieses partnerschaftliche Verhalten war für uns maßgeblich, dass wir gesagt haben, wir werden das mit SpeedConnect gemeinsam durchführen. Da sind ja andere Versuche oder Projekte schon insofern gescheitert, weil es Anbieter gab, die eben eine gewisse Mindestquote verlangt haben und das ist einfach nicht durchführbar gewesen. SpeedConnect verlangt keine Mindestquote und bietet den Bürgerinnen und Bürgern auch die Möglichkeit, wenn sie sich bis zu einer gewissen Frist anmelden und den Anschluss sozusagen machen lassen, dass es dann keine zwingende Bindefrist gibt, ob wann sie wirklich einen Provider im Glasfaser quasi einen Vertrag abschließen müssen. Und das bringt für viele Bürger natürlich große Vorteile, dass sie sich sozusagen Glasfaser für die Zukunft offen halten. Für die Gemeinde ist es wichtig, dass zum einen einmal der Ausbau, also die Pläne, wie eben verlegt wird, mit der Gemeinde abgesprochen werden, dass wir uns danach orientieren, wann wird in welcher Straße gearbeitet und damit auch unsere eigenen Sanierungs- oder Baupläne, Straßenbaupläne abstimmen. Und vor allem ist uns wichtig, dass in Straßen, wo es ja teilweise Leerverrohrungen von anderen Betreibern gibt, dass diese eben, wenn möglich, vereinbart und auch in Miete übernommen werden. Also wir wollen jedenfalls verhindern, dass mehr sozusagen bearbeitet, aufgegraben wird, als notwendig ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Naja, natürlich ist es auch geplant, im kommunalen Bereich immer mehr über Internet abzuwickeln, immer mehr Möglichkeiten anzubieten, damit sich Bürgerinnen und Bürger auch übers Internet Informationen und Formulare, Daten abholen können. Und das wird natürlich auch in Zukunft in der Gemeinde ein Thema sein. Hier hilft uns natürlich Glasfaserausbau, stärkeres Internet natürlich auch besonders. Äh,
Es gibt hier viele Leute, die zwar sagen, na momentan komme ich mit der Stärke meines Internets aus, aber jeder weiß, in Zukunft ist Glasfaser unumgänglich und jeder weiß, dass das natürlich auch eine Wertsteigerung für sein Haus ist, in Zukunft zu wissen, wann mal jemand ein Haus verkauft, hier gibt es einen Glasfaseranschluss. Ja, ich muss sagen, die Reaktionen der Bevölkerung waren für mich überraschend gut, weil ich war zuerst der Meinung, ja, die Bürger werden sich natürlich einmal informieren, werden aber sehr zurückhaltend sein, weil viele sagen eben, naja, mein momentanes Internet genügt mir und das kostet ja alles Geld und so weiter. Ich war dann überrascht, wie viele gleich spontan bei der Veranstaltung und dann in den nachfolgenden Tagen sich angemeldet haben und dieses wirklich tolle Angebot von Speed Connect bereits angenommen haben.